Die Rückspiele in der Champions League stehen an. Am Dienstag Rom gegen Barcelona und Man City gegen Liverpool. Mittwoch Bayern gegen Sevilla und Real gegen Juve. Ich hoffe wie immer, es gefällt euch und später würde ich mich freuen, wenn ihr mittippen würdet. Ansonsten ebenfalls ein Daumen oder ein Abo gerne gesehen. Ansonsten viel Spaß. Los geht's mit Rom gegen Barcelona. Die Vorzeichen in dieser Partie waren eigentlich schon geklärt. Die AS Rom musste mit 3 Toren Abstand gewinnen und durfte dabei keines schlucken. Ansonsten würde es mit einem 4-1 in die Verlängerung gehen. Mit einem 5-1 würden sie weiterkommen. Ein 5-2 würde nichtsdestotrotz das ausbedeuten. Der FC Barcelona allerdings möchte hier mit dem besten Aufgebot natürlich keine Federn lassen und auch hier gar nichts anbrennen lassen. Dementsprechend sollte es im 4-4-2 in Rom gut rangehen. Und nach 10 Minuten kamen sie direkt zur ersten vernünftigen Möglichkeit. Luis Suarez ist das, der den Ball einmal rüberlegt, sich den Fuß aussuchen kann und dann den ersten Abschluss bringt. Allerdings hier noch zu ungefährlich. Pellegrini kann ihn nicht mehr im Schuss hindern, der allerdings dementsprechend auch nicht das Tor traf. 21. Spielminute. Lionel Messi, ein Übersteiger, guter Ball, 0-1. Luis Suarez stellt hier die Weichen endgültig auf Halbfinaleinzug. Es war schon vor der Partie im Prinzip kaum mehr lösbar für AS Rom. Jetzt bräuchten sie 4 Tore, um erstmal in die Verlängerung zu kommen. Genialer Pass von Messi, gleiche Höhe, dementsprechend auch nicht abgepfiffen, korrekt gesehen. Und kein Torwart der Welt würde an diesen Ball rankommen, perfekt platziert von Luis Suarez, feiert er sich zurecht. Aber dann kam auch Rom mal nach vorne, knappe halbe Stunde jetzt gespielt, Florenzi mit dem guten Ball auf Perotti, der dann das erste Mal wirklich ansehnlich aufs Tor schießen konnte. Barcelona dominierte das, machte kein sonderlich gutes Spiel, allerdings reichte die oberflächliche Verteidigung weitestgehend aus. Aber vor der Pause dann nochmal AS Rom. Edin Dzeko in der 43. Minute legt Florenzi den Ball auf. Allerdings auch dann immer wieder ein Verteidiger dazwischen. Umtiti schmeißt sich rein. Kann man über Elfmeter diskutieren. Der Arm war etwas zu weit weg vom Körper. Allerdings blieben die Proteste aus. Zweiter Durchgang dann Messi mit dem Fehler. Kann mit dem Ball nicht umgehen. Ungewöhnliche Aktion. Schick bekommt den Ball. Und der macht das Ding. Ausgleichstor. Kurz nach der Pause war jetzt doch wieder was drin. Die Hoffnung schien nur oberflächlich da zu sein, denn der Roma war schon klar, 3 Tore gegen Barcelona noch zu erzielen in einer Halbzeit dürfte eine unlösbare Aufgabe darstellen. Ter Stegen kann gegen diesen schönen Schuss von Schick allerdings mal gar nichts machen und Barcelona kam erst nach 20 Minuten im zweiten Durchgang wieder zu Möglichkeiten. Messi mit der Vorlage auf Dembélé und der scheitert ganz knapp fast. Erzielt er wieder das Führungstor, dann wäre hier endgültig alles gegessen gewesen. Nichtsdestotrotz, die Partie neigte sich so langsam ihrem Ende entgegen. 72. Minute, AS Rom aber brachte trotzdem nochmal gefährliche Aktionen nach vorne, mehr oder weniger gefährlich. Doch sie zeigten zumindest, dass die Einstellung, dass die Moral stimmt und das wurde ihnen auch von ihren Fans weitestgehend honoriert. 86. Spielminute, nochmal die AS Rom. El Shaarawy im Strafraum bringt die Flanke auf die rechte Seite. Florenzi, der letzte Abschluss der Partie, auch Ter Stegen ist zur Stelle. Und so endet das Spiel, AS Rom gegen Barcelona 1-1. Nach dem 4-1 im Hinspiel, klare Leistungssteigerung der Roma, nichtsdestotrotz. Die Karten waren hier schon vor dem Spiel klar verteilt und dementsprechend zieht Barcelona verdient ins Halbfinale ein. Da musste Pep Guardiola sicherlich erstmal tief durchatmen, nachdem 0-3 im Hinspiel in Liverpool kein eigenes Tor geschossen. Die Ausgangslage schien nahezu unmöglich. Nichtsdestotrotz ein frühes Tor und eine stabile Defensive könnte hier nochmal für Spannung sorgen. Nichtsdestotrotz eine fast aussichtslose Lage gegen Liverpool, die sich sicherlich auch nicht so einfach
geschlagen geben würden. Allerdings Salah nur auf der Bank, leicht angeschlagen noch aus dem Hinspiel. Zur Vorsicht auf der Auswechselbank eben zu finden. Aber es startete dann gut für Man City. 3 Minuten gespielt. Kevin De Bruyne, erstes Tor im Spiel. Ziemlich früh und ziemlich wichtig. Es schien also doch möglicherweise nach Pep Guardiolas Vorstellungen zu laufen. Die Fans hatten sie zumindest einigermaßen wieder auf ihrer Seite nach dieser Schmach im Hinspiel. Kevin De Bruyne, die Drehung geht zu einfach. Van Dijk hat Angst, mit der Hand hinzugehen. Dementsprechend auch nur halbherzig zur Stelle für Karius. Ist da nichts mehr zu halten. Der ist zu platziert. Fast wäre noch dran gewesen. Allerdings hier keine Vorwürfe. 12 Minuten dann gespielt. Liverpool kam auch nach vorne. Spielte hier gut mit. Mané ist das, der den Ball sehr lange dribbeln und halten kann. Bringt ihn dann im Endeffekt auf Oxlade-Chamberlain. Der mit dem Abschluss nach Vorlage von Solanke. Allerdings ist Kompanie dazwischen, wehrt den Ball mit dem Rücken ab. Klare Sache, kein Handelfmeter. Alles richtig gesehen vom Unparteiischen. Liverpool wurde jetzt aber stärker und kam zu mehr Chancen. Wieder Mané, dann James Milner mit dem Ball in die Mitte. Wieder Oxlade-Chamberlain. Und dann ist es Solanke, der auch abschließen kann. Ederson allerdings mit der Parade. Das 1:1 würde hier definitiv mächtig zur Ruhe beitragen. Denn ein 1:1 würde bedeuten, Man City müsste noch 4 weitere Tore schießen und das schien aussichtslos. 38. Minute, Liverpool übernahm in der ersten Halbzeit dann nach dem 1:0 eigentlich weitestgehend das Zepter und dann belohnten sie sich. Sadio Mané mit dem Ausgleichstor. Hochverdient jetzt und damit war kurz vor der Pause eigentlich klar, hier passiert an diesem Abend nichts Ungewöhnliches mehr. Da hat er zu viele Freiräume, kann da so 3-4 Meter vor dem Tor nicht so einfach zum Schuss kommen, normalerweise. Allerdings dann kein Problem mehr für ihn. Doch Man City kam vor der Pause nochmal und wie sie kam, Ilkay Gündoğan mit dem 2:1. Man City plötzlich doch wieder im Geschäft, das sei mal dahingestellt, aber zumindest bewiesen sie Moral und knickten nach diesem Ausgleichstor nicht komplett zusammen. Ja, jetzt waren es nur noch 3 Tore. Die sie brauchten, die waren es allerdings auch schon zu Beginn der Partie. Und jedes weitere Tor für Liverpool würde die Ausgangslage weiter verschlechtern. Wie schießt man 3 Tore, ohne dabei 1 zu kassieren gegen so eine offensiv starke Mannschaft wie Liverpool? Denn sie kam immer wieder. 57. Spielminute dann. Roberto Firmino trifft in der zweiten Halbzeit nur das Außennetz. Ansonsten wäre Ederson gegebenenfalls auch in der Ecke gewesen. Jetzt knapp 1 Stunde gespielt. Eben das aus der 57. Minute. Man City kam auch wieder nach vorne. Schöne Kombination. Fernandinho auf Raheem Sterling allerdings direkt in die Arme von Loris Karius. Kein Problem für den Ex-Mainzer. Es gab aber dann Fehler im Hinteraufgebot bei Liverpool. Lovren ist das, der den Ball daher steckt. Und Sané dann letztendlich mit dem letzten Abschluss der Partie. Denn danach kam nicht mehr viel. Man City gewinnt zwar 2:1, doch Liverpool zieht über die 2 Spiele verdient in die nächste Runde ein und damit stehen sie unter den letzten 4. Die Ausgangslage für den FC Bayern München sah zwischenzeitlich mal gar nicht so gut aus gegen den FC Sevilla. Allerdings gewann sie im Endeffekt verdient mit 2:1. Vielleicht hätten sie sogar noch einen Treffer mehr erzielen können. Nichtsdestotrotz war es klar, der FC Bayern müsste einen rabenschwarzen Tag erwischen, um diese 2:1 Führung der ersten Partie nicht über die Zeit bringen zu können. Denn das Auswärtstor, das so wichtige, konnten sie erzielen, sogar 2. Und damit war Jupp Heynckes mit seinem Team voll im Soll. Nichtsdestotrotz spielten sie hier nicht mit na B11 natürlich nicht. Sevilla hat im Hinspiel auch gezeigt, dass sie durchaus gefährlich werden können. Und so kamen sie dann zur ersten Möglichkeit. Thomas Müller von Robert Lewandowski bedient. Allerdings scheitert er hier noch knapp. Trifft nur das Außennetz nach 4 Minuten. Gute Auftaktphase der Münchner. 22 Minuten gespielt. Sevilla wagte sich nicht wirklich raus. Ein Fehler könnte schon
das sichere Aus bedeuten. Zwei Tore bräuchten sie aber so oder so. Stand jetzt schien das unmöglich, denn Robben versuchte es tatsächlich mal mit dem rechten Fuß, allerdings bestätigte auch diese Situation. Der FC Bayern ohne große Gegenwehr konnten sie hier erstmal aufspielen. Von Sevilla kam deutlich zu wenig. 38. Minute dann kamen sie mal so etwas nach vorne. Alaba kann sich da nicht durchsetzen und der Ball von Saraba in die Mitte. Eva Banega nach Sperre wieder dabei. Allerdings wird der Ball hier auch abgewehrt. Thomas Müller arbeitet mit nach hinten. Die Einstellung braucht man gegen Sevilla und dann klappt es auch. 50. Spielminute, der zweite Durchgang fing dann etwas besser an für die Gäste. Ben Yedder ist das. Allerdings kann er mit dem Ball nicht umgehen. Wäre allerdings auch strafbares Abseits gewesen. Es wurde abgepfiffen. Knappe Aktion, allerdings richtig gesehen. Sevilla wagte sich nach vorne, lief dann aber auch wieder in Gegenangriffe. 63. Spielminute. Thiago mit der guten Übersicht. James Rodriguez. Ebenso wie Robben im ersten Durchgang nutzt er da nicht seinen starken Fuß. Allerdings auch starke Parade. 72 Minuten jetzt circa gespielt. Bayern kam besser nach vorne. Und so langsam war klar, hier brennt nichts mehr an, sodass sie sich immer mehr und mehr noch nach vorne wagten. So eine gewisse Grundanspannung lag in der Defensive beim FC Bayern vor. Ein wenig wirkten sie nach vorne gehemmt. Allerdings wäre auch hier schon ein 1 oder 2-0 durchaus denkbar gewesen. 5 Minuten vor dem Ende kam dann nochmal Sevilla. Lenglet mit der Vorlage auf Ben Yedder, aber auch das kann Sven Ulreich bereinigen. Und damit zieht der FC Bayern verdient in die nächste Runde ein. Mit einem unspektakulären 0:0 bezwingen sie Sevilla über die zwei Spiele auch verdient gesehen. Damit sind sie unter den letzten Vieren bereits gemeinsam mit Liverpool und Klopp. Bei Juve lief im Hinspiel mal gar nichts zusammen, sodass Real Madrid mit dem 3:0 in Turin schon ganz klar die Weichen stellte. Und auch hier sollte es im guten Aufgebot, allerdings ohne den gesperrten Sergio Ramos, erfolgreich gegen Juve laufen. Im Santiago Bernabeu gibt es ein anspruchsvolles Publikum, allerdings sollte der Gast nur so ähnlich schwach spielen wie im Hinspiel, sollte das doch ein Spektakel für die Real-Fans werden. Allerdings starteten die Gäste erstmal gut. Sie hatten auch ein wenig ihre Ehre zu verteidigen. 3. Spielminute, das ist Costa, der sich da gut durchsetzen kann. Mit dem ersten Abschluss trifft er allerdings nur das Aluminium. An das Weiterkommen von Juve glaubt ihr so recht keiner mehr. Allerdings, die Spieler zeigten eine andere Körpersprache und das war das Wichtige. Wieder Costa direkt im Anschluss an seinen Lattenschuss. Testet er das erste Mal Navas an diesem Abend. Der ist allerdings zur Stelle und pariert den Ball ohne größere Probleme. Doch Juve startete gut in die Partie. Wie gesagt, da war wieder einiges herzustellen. 31 Spielminuten dann von der Uhr. Pjanic mit dem Freistoß. Allerdings aus guter Position macht er dann deutlich zu wenig draus. Geht klare 3 Meter über den Kasten. Vor der Pause dann auch Real Madrid so wirklich ernsthaft mal nach vorne. Sie verteidigten hier stabil und nach vorne bemühten sie sich nicht sonderlich. Wenn sie dann aber mal ein bisschen das Tempo anzogen über Isco, dann lief es schnell. Kroos, Modric, 1-0. 44. Spielminute, das zweite Champions-League-Tor in dieser Saison vom Kroaten. Und damit war dann auch letztendlich der allerpessimistischste Real-Fan und der optimistischste Juve-Fan davon überzeugt, hier dürfte für die Elf von Zinedine Zidane auch gar nichts mehr anbrennen. Juve allerdings konnte sich für eine gute erste Halbzeit nicht belohnen. Im zweiten Durchgang kam dann Real deutlich besser noch in die Partie. Benzema testet Gianluigi Buffon, der hier möglicherweise seine letzte Chance auf ein Champions-League-Finale verpassen wird. 55. Spielminute, Juve allerdings spielte weiterhin nach vorne. Jetzt hatten sie auch im Prinzip nichts mehr zu verlieren. Mandzukic. Schöner Abschluss
hätte sich reingesenkt, aber Navas ist momentan gut drauf, lenkt den Ball über die Latte, steht ein bisschen zu weit vor seinem Kasten, allerdings gleicht er das dann wieder aus durch diesen starken Reflex. 67. Spielminute, Juve wieder mit einer Möglichkeit, wieder Navas zur Stelle. Das sei hier nochmal festgehalten. Juve machte eine gute Partie, einzig und allein konnten sie sich nicht belohnen. 20 Minuten vor dem Ende dann kam aber nochmal Real über die linke Seite. Cristiano Ronaldo heute nicht von einem Tor gesegnet, allerdings mit der Vorlage. Karim Benzema, der Franzose, macht das 2:0. Und damit sein drittes Champions-League-Tor in dieser Saison. Ein Sieg an diesem Abend wäre auch durchaus Juve zuzutrauen gewesen. Allerdings waren sie im Abschluss eben zu schwach, zu unsicher und zu unpräzise. So dass Buffon auch zum zweiten Mal an diesem Abend bezwungen wird. Und so gewinnt Real über zwei Spiele gesehen. 5:0 gegen Juve. Hochverdient ziehen sie damit ins Halbfinale ein. Und dieses Viertelfinale hat gezeigt, Real Madrid ist definitiv der Top-Favorit unter den restlichen Teilnehmern. Jo, das war die Champions-League-Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Viel Spaß mit der Champions-League. Wir sehen uns am Donnerstag mit der Bundesliga. Bis dann und ciao.